Geht's weiter mit dem zweiten Part des Let's Plays mit den maximalen Goldeinstellungen. Jetzt hier baue ich mich gerade hier von der Insel weg und will darüber kommen. Seit es gerade Tag geworden ist, kann ich darüber gehen. Ich muss ja auch ein bisschen Nahrung holen. Das ist, finde ich, so ziemlich wie, also würde ich von der, einer ostfriesischen Insel her mich zum Fest anbauen. Weil die holen sich auch die Nahrung vom Festland. Das muss ich mir ja hier auch machen. Nochmal ein 64er Stack Holz. Also ich habe natürlich genug Holz. Land würde hier runterfallen. Muss ich also mit Holz runterbauen. Und nachts werde die Gefahr gegeben, dass er auch Monster spawnen. Deswegen muss ich das jetzt tagsüber machen. Deswegen baue ich mich jetzt hier einfach weiter. Bin jetzt bei einer Minute Aufnahme, also scheint man relativ gut voranzukommen in einer Minute mit ihm kurz vorher. Jetzt habe ich mir erstmal die Grundausrüstung aus Schaufel, Axt, Spitzhacke und Schwert aus Stein im ersten Part erholt. Ich habe 48 Setzlinge und noch keine Wirkensetzlinge, deswegen würde ich mich vielleicht auch noch wirklich ein bisschen mehr Wirken holen kann. Weil die einzige Wirke, die hat mir ja keine Setzlinge hergebracht. Jetzt sollte ich hier auch mal nach Eisen suchen gehen. Dann kann ich nämlich das ganze Gold schon mal abbauen. Hier noch mehr Birken. Da habe ich mir Birke abgekloppt. Höhlen. Die Eisen irgendwo. Hier scheint kein Eisen irgendwo zu sein. Alles nur Kohle und Gold. Deshalb, wie gesagt, das sind die maximalen Goldeinstellungen. Da muss ich mal gucken, wie ich dann am besten zurechtkomme. Weil ich die Birke zerschlagen da. Dass ich mir auch so ein paar Setzlinge herholen kann. Da sind noch mehr Birken. Da ist alles Gold voll. Also das Gold kann ich mir jetzt noch nicht farmen. Da ich jetzt noch keine Eisenspitzhacke habe. Ich muss mir erstmal eine Eisenspitzhacke holen. Aber ich schlage es bewusst nur die Birken ab, weil ich nämlich in normalen Bäumen habe ich nämlich schon 48 Setzlinge, wie man unten links hier auf dem dritten Slot sieht. 48 Eichensetzlinge. Da kommt schon mal ein Birkensetzling raus. Der zerbröselt auch schon langsam. Ich schmeiß auch einen ab. Die nehme ich aber auch mit. Da, Kürbis, Kürbis. Ein Kürbis. Das ist ja unendlich vorne damit. Vielleicht finde ich hier mal ein bisschen Eisen. Oder Nahrung zumindest auch. Oder was könnte ich jetzt Nahrung bezeichnen? Äpfel sind ja auch gut für Nahrung. Was könnte ich denn hier machen auf dem Festland? Hier kann ich alles hier zur Insel rüberholen. Mit dem Dekorationsmaterial für mein zweites Haus aus Goldblöcken. Was natürlich noch gebaut werden muss. Was ist hier? Hier sogar ein Fluss. Oh, Wolf! Was Knochen habe ich natürlich jetzt gerade keine dabei. Da ist ein Schwein. Ein Schwein. Da ist ein Wolf und da ist noch eine Kuh. Die muss ich ja jetzt erstmal so notgedrungen so holen. Wird dann gedroppt ein Schweinefleisch. Brauche ja unbedingt die Nahrung. Diesen Wolf hier, den wird der denn abgedroppt? Auch nur einen.
als Gold. Mit der Steinspatzhacker kann man Gold schon mal schneller abbauen als mit der bloßen Hand. Das ist auch ein bisschen logisch. So, das sind hier Kaninchenfell. Wo lag das denn? Noch ein Schwein. Hat auch einen gedroppt. Muss ich vielleicht mal so eine Mine bauen. Da ist ein Kaninchen. Also heißen die im Deutschen zumindest, also im deutschen Minecraft. Eine deutsche Minecraft-Sprache heißt nie so. Da liegt noch ein Birkensetzling rum. Das Inventar ist auch schon relativ gefüllt. Und ich muss jetzt erstmal irgendwie meine Sachen. Erstmal rüberbringen. Hier den Weg rüberlaufen, aber ich habe noch keine Schafe gefunden. Das heißt, ich kann mir noch kein Bett machen. Deswegen muss ich die Nächte immer noch da auf der Insel verbringen. Deswegen habe ich die erstmal schon mit Fackeln ausgeleuchtet, damit die erstmal keine Monster spawnen. Also spawnen da natürlich direkt Monster und dann kam die erste Idee. Das heißt, deswegen muss ich da in Folge. Die Sonne geht unter, das heißt, hab noch einmal so 3 Minuten Zeit, das zu machen. Also brauche nicht ein totaler Hektik zu sein. Dann muss ich mir noch. So, was kann ich erstmal hier ein bisschen Fleisch braten. Dann kann ich erstmal hier noch ein paar weitere Fackeln machen. Hier. Gebratenes Schweinefleisch. Und dann auch hier das Rindfleisch reinpacken. Birkenholztür. Ich glaube, ich könnte mir auch schon eine Truhe machen. So eine Truhe. Die Setzlinge, Samen packe ich rein. Eichensetzling kommt auch rein. Bruchstein mit Birkenholz nehme ich auch nicht mit. Das nehme ich nicht mit. Ich kann jetzt hier noch den Sand reinschmeißen. Nehme ich denn sonst nicht mit. Faden brauche ich nicht. Gebraten Schweinchen. Das brauche ich nicht. Das, bevor es dunkel wird, noch den Rest der Insel erleuchten. Nichts spawnen kann. Ja, oder auf der anderen Seite war das so. Hier sind die Fackeln wieder ausgegangen. Hier ist wieder ein paar machen nochmal. Das ist eigentlich die Kohle erstmal weg, aber man kann ja Holzkohle herstellen. Ich soll absolut nichts spawnen. Deswegen kommen jetzt hier die ganze Insel voller Fackeln geknallt. Habe ich hier bestimmt schon 100 Fackeln auf die Insel gepackt, um das jetzt hier Monster sicher zu machen. Also, dass die hier nicht mehr spawnen. Das Haus auch mit mehr Fackeln versehen. Da sind selbst hier die Höhle mit Fackeln ausgestattet. Eins tagsüber brennen die unnützlich. Sonst müsste ich hier eigentlich hier mich reingraben. Jetzt mal ein bisschen essen. Ich habe nicht mehr, also nicht viel. Ich muss mal gucken, ob ich hier ein bisschen Eisen finde. Ja, eigentlich relativ sicher hier. Kohle! Das ist schon mal gut. Die nehme ich mir mit, weil ich jetzt keine mehr habe. Muss ich erstmal nach Eisen suchen, was natürlich bei maximal eingestellten Gold nicht so ganz einfach fallen wird. Aber Kohle ist ja noch relativ häufig, also
Kohle-Sachen habe ich nicht, und die ganzen anderen Sachen habe ich nicht geändert, nur dass ich Gold maximal gemacht habe. Also ich habe ganz viele Goldbarren später zur Verfügung, die alle gebrannt werden. Also da muss ich glaube ich immer 5 bis 10 Öfen platzieren, die dann alle gleichzeitig arbeiten, um die Golderze Goldbarren zu machen. Ich habe jetzt hier einen 2er-Gang runter. Da schon ein Goldvorkommen. Da komme ich nicht weiter. Ich muss mal gucken, wo das Goldvorkommen aufhört. Es geht aber auch weit hier, das Goldvorkommen. Es geht sogar höher. Und da werde ich das nie aufhören sehen. So ein paar Sticks. Hier sind immer wieder 48 Fackeln. Aber ich kann mich eher in die Richtung weiter graben. Ah, auch noch Gold. Kann hier nicht weiterkommen. Das Gold hier immer weitergeht. Hier scheint es aufzuhören. Dann muss ich auf die Suche nach Eisen machen. Steinspitzhacke ist kaputt gegangen, also muss ich mal ein paar neue herstellen. Das ist hier gleißend hell, auch in der Nacht. Das ganze Gold, das werde ich mir später vorknüpfen, sobald ich eine Eisenspitzhacke habe. Ich werde aber trotzdem keine Goldspitzhacken machen. Sicher kann ich hier nichts bauen. Ja, das sieht nicht schön aus, wenn man rauskommt. So. Ich kann mein Haus ein bisschen glatter machen. Da diesen Weg hier hinten hin. Der dahinter hier führt. Das ist jetzt Glas, ist hier am Arbeiten. Ich nehme hier so ein Fenster reinbauen und das ist die Axt auch kaputt. Ich muss also mehr Äxte machen. Spitzhacke und noch eine. Jetzt noch eine dritte Spitzhacke. Ich brauche ganz viele. Und dann noch eine Axt. Wo ist das Glas? Da ist das Glas. Ihr könnt mal mir Vorschläge geben, welches Texture Pack ich nehmen soll. Und das ist ja ein 5x5 Haus, das ich hier gebaut habe. Innen drin eine 5x5 Fläche. Das heißt also 25 Blöcke freie beweglicher Raum. Davon sind jetzt 3 weggenommen, wegen den... Da habe ich die Fackel weggemacht. Das Glas brauche ich im Moment noch nicht. Das wegschmeißen hier. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke und noch eine weitere Schaufel. Mache ich jetzt mal das. Die sind ja noch relativ gut drauf, aber da muss ich mir neue machen. Guck mal, ob jetzt hier heute Nacht hier auf der Insel bisher schon was gespawnt ist. Hätte ich auch eine Fackel weggemacht. Vielleicht ist eine absolut monstersichere Insel sein. Da ist eine Spinne gespawnt, aber diese Spinne da macht man nicht aus.
Wir können ein Monster drauf spawnen. Deswegen muss ich hier auch mal ein paar Fackeln platzieren. Damit hier auch keine mehr spawnen. Dann würde ich die Fackeln wahrscheinlich später wieder rausnehmen. Dass ich hier eine Booster-Schienenstrecke, vielleicht meine 1 Kilometer lange, damit ich hier mal on the way kriegen kann. Und da spawnen schon direkt Creeper. Dann kann ich mir schon mal einen Gunpowder mal herholen. Und ich den Creeper vorsichtig herholen. Da ist der Creeper. Komm mal her. Creeper, wo bist du? Skelett. Der Creeper, nein, den konnte ich jetzt nicht kriegen. Aber jetzt ist der Weg auch ausgeleuchtet. Ich muss mich mal noch überlegen, was ich vielleicht sonst auf der Insel machen werde. Vielleicht hier richtig eine schöne Villa aufbauen. Oder was könnt ihr? Das könnt ihr in den Vorschlägen, also in den Kommentaren Vorschläge geben. Was ich auf der Insel machen soll. Oh, ein Schaf! Wo kommt das denn jetzt her? So, ich möchte noch. Ah, Zombie. Und ein Creeper. Oh, die sind ja auch noch gespawnt. Ah, der Creeper ist explodiert. Immer noch nicht 100%ig Monster sicher hier. Ich muss hier noch ein bisschen was machen. Weil da hinten irgendwie noch ein Zombie und ein Creeper gespawnt sind. Hier hinten sind sie gespawnt. Also hier ist noch zu dunkel. Zumindest habe ich dann 300 Fackeln. Also die ganze Insel brennt voller Fackeln und die Nacht nicht spawnt. Ist ja richtig gleißend hell hier. Jetzt ist die Nacht ja auch schon wieder bald vorbei. Und wenn die Nacht vorbei ist, dann werde ich auch. Dann werde ich auch die Aufnahme beenden. Aber noch ist die Nacht nicht vorbei. Und hier ist auch ein nettes Schaf gespawnt. Ein Schaf. Dann kann ich erstmal versuchen, ein Eisen zu finden. Und damit Wolle, Bett. Alles ausgeleuchtet. Aber es spawnte trotzdem noch ein Creeper und ein Zombie. Und der Creeper ist explodiert, hat mir zwar selber keinen Schaden, aber der Landschaft ist Schaden zugefügt worden. Und jetzt habe ich mich hier runtergegraben, muss mich jetzt um das Goldvorkommen herumgraben. Damit ich hier befürchte, dass ich oft auf Gold treffen werde, bevor ich das erste Eisenvorkommen finde. Wieder Gold. Also anstatt erstmal aus, weicht man nur nach rechts. Na, bringt auch nichts. Nach links. Ja, da kann ich hin. Eisen, Eisen, Eisen. Da ist Eisen. Kann ich nämlich gleich endlich das ganze Gold abbauen. Hochbauen. Ich würde mich natürlich noch weiter runter graben und danach Diamant zu suchen. Jetzt ist gerade Tag geworden, also hätte er gesagt, wenn es Tag wird, werde ich es auch mal wenden. Jetzt Tag geworden, also sage ich mal schon, bitte liken Sie das Video. Dann werde ich weitere solche Videos machen, genauso wer mich hierüber abonniert. Und teilen macht es bekannter, weil ich einfach auch ein bisschen mehr Aufruf kämpfe. Bis dann und ciao.